und herzlich willkommen zum Marktplatz Neumarkt. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Eine echte Premiere bot am vergangenen Wochenende der erste FC Deining. Bei strahlendem Sonnenschein lud er zum ersten Kinder- und Jugendduathlon. Die Jahrgänge 2003 bis 2012 durften dann auf der Rennbahn und dem Zweiradsattel zeigen, was in ihnen steckt. 3, 2, 1 und ab! Gleich beim Start für den ersten Kinder- und Jugendduathlon legen sich die Teilnehmer kräftig ins Zeug. Es geht rund um den Deininger Sportplatz, dann stoppt die Zeitmessung für den Wechsel aufs Rad. Auf dem Sattel geht es durch den angrenzenden Wald, um nach einer weiteren Laufrunde das Ziel zu erreichen. Also die Strecke haben wir extra so gewählt, dass er relativ flach ist, vor allem hier am Sportgelände in Deining, dass jeder mitmachen kann, dass jeder Spaß hat dabei und auch jeder ins Ziel kommt. Weil wir haben nichts davon, wenn jeder einen roten Kopf aufgehabt, dann ins Ziel kommt und nie mehr wieder mitmacht. Wir wollen ja das öfters machen. Die Premiere am letzten Samstag war schon mal gelungen. Die Idee für die Veranstaltung wurde vor ziemlich genau einem Jahr auf der Deininger Kirchweih geboren. Man hat sich dann zusammengesetzt und wollte den x-ten Kirchweihlauf machen und wollte nochmal was anderes machen und haben sich dann ein bisschen an Feldburg angelehnt, weil da ist ja in 2 Wochen dann Triathlon und haben gesagt, lass uns doch mal einen Duathlon probieren, aber den halt nur für Kinder und Jugendliche. Die Jahrgänge 2003 bis 2012 wurden in halbstündigen Abständen auf die Strecke geschickt. Am Wegesrand standen hin und wieder Familienangehörige mit eigenen Erfahrungen in sogenannten Multisportarten. Dementsprechend gab es gute Tipps. Schalt wieder auf, mach's wieder schwerer und dann wieder leichter. Komm, hopp! Wir machen schon seit Jahren Triathlon und schon um meine Tochter und die hat es jetzt an ihrem Sohn weitergegeben, an meine Enkelkinder sozusagen. In Zukunft will der FC Deining nach Möglichkeit noch stärker bei den Multisportarten aktiv sein. In anderen Bereichen verzeichnet man schon erfreuliche Zuwächse bzw. wenig Nachwuchssorgen. Im Fußballbereich ist ein sehr, sehr großer Zulauf. Im Gymnastikbereich oder im Turnen bei den Kindern ist auch sehr, sehr, sehr groß. Jetzt in den Multisportarten, da sind wir gerade mal am Anfang. Da gibt es 2, 3, die da mitmachen, immer wieder mal ein bisschen was versuchen. Aber das wollen wir jetzt aufbauen und einfach weiter forcieren. Und wenn man dann nach hinten schaut, ist ja auch nur der Tennisplatz da. Die haben auch einen sehr, sehr großen Zuspruch. Dadurch, dass Deining ein recht großes Einzugsgebiet hat mit sehr jungen Familien vor allem, haben wir eigentlich am Sportverein sehr, sehr, sehr viel. Wir haben sogar gehört, dass es in Zukunft einen Duathlon für die ganz Kleinen geben soll. Der Einfachheit halber werden da die Disziplinen Laufen und Radeln zusammengelegt. Und es wird auch schon kräftig dafür trainiert. Und weitere Nachrichten aus Neumarkt und der Umgebung haben wir jetzt kompakt zusammengefasst. Hier ist unser Überblick. Im Landratsamt Neumarkt fand am Mittwoch ein Informationstag zu alternativen Wohnformen statt. Darunter versteht man Situationen, in denen zum Beispiel unterschiedliche Generationen zusammenwohnen und sich gegenseitig im Alltag unterstützen. In Vorträgen wurden gelungene Beispiele aus Deutschland präsentiert. In der Gesellschaft müsste hier laut den Organisatoren ein Umdenken stattfinden. So könnten Probleme wie ein Mangel an bezahlbarem Wohnraum oder fehlende Pflegekräfte teilweise kompensiert werden. Am Freitag vergangener Woche wurde in der Raiffeisenbank Neumarkt eine Ausstellung von Erika Gulde eröffnet. Die in Neumarkt ansässige Künstlerin kreiert ihre Werke aus Papier. Durch Schneiden und Falten von Seiten ausgelesener Bücher verewigt sie zum Beispiel bekannte Gesichter und andere Motive, welche bei einer seitlichen Betrachtung des Buches ins Auge fallen. Die Ausstellung läuft noch bis zum 3. August. Und gleich nach einer kurzen Pause haben wir noch diese Themen für Sie. Unser täglich Brot gib uns heute. Die Neumarkter Bäcker trafen sich am vergangenen Wochenende zur Wallfahrt. Außerdem, stell dir vor, es ist Fußball-WM und keiner guckt's. Inwiefern die Landkreisbewohner die verbleibenden Spiele noch schauen, wir verraten es Ihnen nach einer kurzen Werbepause.
Wem gehören die Straßen von Neumarkt? Na, Ihnen! Bei Monopoly Neumarkt. Ab Herbst erscheint der Spieleklassiker in der offiziellen Städteedition. Sichern Sie sich schon jetzt ein Exemplar der limitierten Auflage. Gutscheine gibt's im Wochenblatt-Ticketshop am oberen Markt. Wir machen immer etwas mehr als nötig. Juraclean in Neumarkt. Gebäudereinigung, Raumpflege, Hausmeister und Winterdienst. Mehr Infos unter jura-clean.de. Einkaufen. Über 50 Shops mit bekannten Marken. Trends aus Mode, Technik und Lifestyle. Leben. Events für die ganze Familie und günstige Parkmöglichkeiten. Genießen. Vielfältige und gehobene Gastronomie, komplett barrierefrei. Neuer Markt. Das Stadtquartier im Herzen von Neumarkt. Die BGN Gleichau mit ihren 60 qualifizierten und freundlichen Mitarbeitern verfügt über umfangreiches Know-how und erarbeitet selbst für komplizierte Sachverhalte mit Ihnen zusammen eine passende Lösung. Ob Haustür, Garagentor, Sonnenschutz, wir haben für jeden Bedarf das passende Produkt. Hier findet jeder sein passendes Profi-Werkzeug in unserem riesigen Sortiment. Kommen Sie zur BGN Gleichau, Ihrer Handwerkstatt und Bädersee im Plan in Kaufen Ausstellung in Neumarkt. Waldelefanten lieben das Familienleben. Ihre Jungen, die Regenwälder Afrikas und die weiten Sumpfgebiete. Doch die Idylle ist bedroht. Wilderer töten im großen Stil für Elfenbein. Auch Elefantenmütter. Ihre Jungen bleiben hilflos zurück. 5 € helfen, die Wilderei zu stoppen. Sende eine SMS mit Elfenbein an 81190. WWF. For a living planet. Willkommen zurück. Unser täglich Brot gib uns heute, heißt es bekanntlich im Vaterunser. Die Frage ist nur, für was beten dann eigentlich die Menschen, die dafür verantwortlich sind, dass wir unser täglich Brot bekommen? Wir haben es herausgefunden am Samstag bei der Bäckerwallfahrt. Es waren nicht nur Bäcker, sondern auch deren Angestellte und sogar einige Stammkunden, die sich am Samstagnachmittag trafen. Vom Pfadfinderparkplatz hoch über Neumarkt ging es zur darunterliegenden Maria-Hilf-Kirche. Am vorderen Ende des Zuges sah man die Zunftstange mit dem unverwechselbaren Symbol der Brezel. Das erste Juliwochenende ist schon seit rund 10 Jahren fester Termin für die Wallfahrt der Bäckerinnung. Das ist natürlich eine tolle Sache. Auf der anderen Seite muss ich leider Gottes sagen, dass manchmal auch ein paar Bäcker und Angestellte mehr kommen könnten. Kleinere Betriebe und deren Mitarbeiter interessieren sich mehr für eine derartige Veranstaltung als Chefs und Personal aus größeren Bäckereien. Das fiel den Organisatoren in den letzten Jahren auf. Im Rahmen des musikalisch begleiteten Gottesdienstes wurde dann die Zeile aus dem Vaterunser sozusagen abgewandelt. Unser täglich Brot geben wir heute. Natürlich verbunden mit Fürbitten nach oben. Bäcker beten natürlich, dass sie gutes Material, also gutes Mehl bekommen, dass die Natur es gut mit uns meint, so wie heute bei diesem schönen Tag. Und beten natürlich auch für unsere Verstorbenen vor allem. Ne? Die aktuelle Trockenheit macht die Getreideproduktion schwierig. Das spüren nicht nur die Landwirte, sondern irgendwann auch die Bäcker. Allerdings weniger an den verfügbaren Mengen, eher an der Qualität. Natürlich arbeiten wir kleinen Bäcker nicht mit irgendwelchen Produkten, die man vom Sack herausnimmt, also sogenannten Convenience-Produkten, sondern wir arbeiten noch auf natürliche Art und Weise und Basis. Sind wir auch stolz drauf, dass das so läuft. Und wenn halt jemand seine Arbeit gut macht, ich glaube, dann kann er auch gut bestehen, auch wenn es nicht einfach ist, Bäcker zu sein. Das hat sicher schon Clemens Maria Hofbauer gewusst, der als kirchlicher Patron der mehlverarbeitenden Branche gilt. Er stammte aus dem Landkreis Neumarkt und bevor er 1785 zum Priester geweiht wurde, war er, genau, Bäcker.
Neben Deutschland hat es nun auch Brasilien erwischt. Der Rekordweltmeister aus Südamerika hat im Halbfinale gegen Belgien verloren. Unter den verbleibenden Mannschaften zeichnen sich nun klare Favoriten ab. Aber wen interessiert das eigentlich noch? Wir haben nachgefragt, wer guckt denn noch die WM? Schon noch, ja? Weil ich das ganz interessant finde, wer da nun Weltmeister wird. Und das schon eher weiterverfolgt. Letzten Freitag habe ich ein Spiel zufällig gesehen, weil ich im Schützenhaus war und da wurde es übertragen. Da schaut man halt hin. Gestern hat mein Mann alles mit angeschaut, ich zum Teil. Ich schaue schon noch jedes Spiel an, aber es ist halt dumm, dass die Deutschen raus sind, aber es ist trotzdem nur spannend. Ein wenig beschämend, sage ich mal. So hochbezahlte Stars, die kommen nicht weiter. Ne? Nein, seit dass Deutschland rausgeschieden ist, schaue ich es nicht mehr an. Das Endspiel werde ich auch noch anschauen. Wahrscheinlich gewinnt Frankreich, habe ich das Gefühl. Leider sei gestern nicht mehr. Belgien ist ausgeschieden. Weil ich das Kroatien-Spiel anschauen kann, weil ich selbst Kroate bin. Deswegen. Ich würde es ihnen wünschen, dass sie gewinnen, aber ich glaube eher, dass der Frankreich gewinnen wird. Was den persönlichen Musikgeschmack angeht, sind viele Menschen nicht auf einen Stil festgelegt. Meist hören sie aber Anverwandtes, also zum Beispiel verschiedene Richtungen von elektronischer Musik oder diverse Jazzstile. Eher selten trifft man auf Menschen, die genauso gerne Rockmusik hören wie klassische Sinfonien. Und deshalb war am Freitag eine Veranstaltung in Altenfehldorf auch ein ganz besonderes Experiment. Classic meets Rock, so der Titel des Open Airs. Am Rande des idyllischen Naturbadesees präsentierte die Stadtkapelle Erlangen bekannte Werke klassischer Komponisten, Musical-Melodien und Filmthemen. Das Duo Divine gab dann bekannte Rocksongs in einem intim akustischen Stil zum Besten und ließ sich auch von einem kurzen Stromausfall am Platz nicht aufhalten. Alles in allem war es ein gelungener Abend für alle, die hin und wieder gerne Klänge von den unterschiedlichsten Enden des Musikspektrums hören. Und was in den nächsten Tagen in Neumarkt und der Umgebung geboten ist, das verraten wir Ihnen wie immer in unseren Veranstaltungshinweisen. Wir wissen, wo was los ist und was schmeckt. Vom Fass in Neumarkt sehen, probieren, genießen. Die Klostergasse in Dietfurt ist am Samstag Treffpunkt für eine lehrreiche und geschmackvolle Wanderung. Bei der Tour auf den Kreuzberg lernen Teilnehmer Kräuter und Blumen sowie deren heilsame Anwendung und Magie kennen. Oben angekommen gibt es eine tolle Aussicht und eine kräuterreiche Brotzeit. Los geht's um 14 Uhr. Der Musikverein des Marktes Pyrbaum lädt am Samstag ein zu einer Sommernacht im Schlossgraben. Verschiedene Gruppen aus Pyrbaum und der Region sorgen nicht nur für musikalische Unterhaltung. Los geht's um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. 2 Tage lang herrscht in Freistadt Ausnahmezustand. Am Samstag und Sonntag steigt wieder das Stadttor fest. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Kinderflohmarkt am Samstag ab 17 Uhr, Line Dance und Live-Musik mit einer Vielzahl an Bands unterschiedlicher Richtungen. Der Anstich ist am Samstag um 18 Uhr am unteren Stadttor. 4 Herren mit Saxophonen entern am Sonntag die Bühne des Neumarkter LGS-Parks. Die Gruppe Fiasco Classico verwischt die Grenzen zwischen Klassik, Pop und Bierzeltschlagern. Das Konzert beginnt um 10.30 Uhr. Am Nachmittag um 15 Uhr gibt es dann ein spezielles Mitmachkonzert, bei dem das junge Publikum aktiv werden kann. Der Eintritt ist bei beiden Veranstaltungen frei. Wir wissen, wo was los ist und was schmeckt. Vom Fass in Neumarkt sehen, probieren, genießen. Und das war schon wieder mit dem Marktplatz Neumarkt für heute. Am Freitag begrüßt Sie mein Kollege Uli Badura mit einer neuen Folge von Endlich Wochenende. Und ich hoffe, wir sehen uns auch da wieder. Bis dahin, machen Sie's gut. Neumarkt TV verschenkt den Blumenstrauß der Woche. Teilen Sie uns mit, wer sich aus Ihrem Umfeld für andere engagiert. Und wir überraschen diesen Menschen kostenlos mit einem Blumenstrauß. Schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns an 09181 510 402.